Erwarnt. So aktiv hat er selten einmal gespielt wie heute. Kommt wieder den Ball von Rheinmeier. Und der Ball prallt von der Latte zurück. Und dann ist Juran da und erzielt das 1:0 für Sturm. 1:0 für Sturm. Vorbereitet von Minerwand mit diesem Lattenpendler. 1:0 für Sturm. Was für ein Tor. Und Juran, der Routinier, nützt diese Möglichkeit. Eiskalt. Rennmeier auf Minerwand. Der Schuss noch abgefälscht an die Latte. Und dann kontrolliert Juran den Ball kurz und schiebt ihn ins Eck. Ball abgefälscht an die Latte. Und dann nützt Juran die Möglichkeit zum 1:0 für Sturm. Ein bisschen Glück war dabei, aber ein schönes Tor, ein tolles Tor für die Grazer, die damit in Führung gehen. Und letztlich eine Bestätigung für ihr gutes Spiel bisher gefunden haben. Schopp. Und 2:0. 2:0 für Sturm und da abklatschen auf der Betreuerbank. 2:0 für Sturm. Aus dem ersten Angriff nach der Pause erzielen die Grazer das 2:0. Großartig vorbereitet von Markus Schopp. Und er war letztlich auch der Schütze dieses Treffers. 2:0 für den SK Sturm und ihm ist das Lachen vergangen. Mircea Lucescu, hier zunächst einmal der Einsatz von Schopp. Er kämpft den Ball noch, bringt ihn noch zur Mitte, zu kurze Abwehr. Und dann ist noch einmal Schopp da mit dem Außenriss ins kurze Eck und das ist das 2:0. Kurzeck, ein riskanter Schuss mit dem Außenriss, aber der Erfolg gibt ihm recht. Taffarel zum zweiten Mal geschlagen. Markus Schopp erzielt also das 2:0. Jetzt die Möglichkeit für Mamedov. Spielt ab für Schopp. Und der Ball ist im Tor, 3:0 für den SK Sturm. Eine technische Einlage von Markus Schupp zum 3:0. Und glänzend gemacht von Mamedov, hat die Möglichkeit genützt, den Platz genützt, hat gewartet, dann ideal aufgespielt. Und Schupp schupft den Ball über Taffarel zum 3:0 für Sturm ins Netz. Betroffenheit bei Galatasaray über eine Glanzvorstellung von Sturm. Hier dieser weite Pass von Juran, ideal für Mamedov. Der wartet, sieht Schupp, der wartet wieder ein bisschen und schlänzt den Ball über Taffarel ins Tor. 3:0. Und jetzt darf sich Sergej Juran nach einem schweren Arbeitsabend verabschieden. Aber der Erfolg, der wird ihm helfen, die Müdigkeit aus den Muskeln zu schütteln. Und für ihn kommt jetzt Korzosch. Sergej Juran also aus dem Spiel. Markus Schupp ist der Schütze des dritten Treffers. Wer hätte das gedacht?